Es ist wieder der fliegende Stein. So. Hauptsache ist nicht am Lecken, ja. Ja, das weiß ich nicht. Na, guck mal. Bist du noch nicht hier drin? Noch. Ja, wusstest du schon vom Namen, wie das, was das für ein Ding ist? Ne, ich war hier drin, dann bin ich wieder rausgegangen. Also. Autsch. Ja, solange halt nicht am Lenk ist, meinetwegen. Falls wir halt auch abgeschlossen kriegen hier. Ich habe diesen Satz, wirst du noch bereuen. Vorsicht. Level 21 kommen. Hallo, sind der Gegner? Boah. Sehr gut. Schon mal gutes Zeichen. Ja, hier müssen wir wieder einen Schlüssel finden. Ja. Das ist auch viel besser. Vielleicht seit, weil ich die Dungeon aktiviert habe. Da war ein Buffer. Ja, ich nein. Mach dich jetzt nicht so fertig, das meint er. No. Ab! What? Mich hat's erwischt. Ich muss warten. Dass dann nicht wieder mir so viel Schaden auf einmal gemacht hat, aber. Nein, bitte nicht die Tür öffnen. Sir, dürfte ich meinen Kollegen wieder beleben? Danke. Es fängt ja schon mal gut an. Also nur nicht richtig aufgepasst. So, Gegner. Ja, das, ich weiß nicht, was das immer ist. Ich war doch nicht mal angeschlagen. Tot. Wir müssen eher heilen. Manchmal bringt das auch nichts. Manchmal heile ich mich und dann bin ich trotzdem tot. Ich sehe einfach nur, wie ich hier in einem Haufen von Gegnern drin bin und spam einfach immer eine Heiltaste die ganze. Alles klar. Oh. Tech erstmal angeschossen von überall. Oh ja, sehr gut. Oh nein, nicht gut. Oder sehe ich einen Boss auf der anderen Seite? Ich stelle vor, dann ich kann ihn auch sehen. Aua, dieses blöde Gestüt. Boah. Aber ich dachte, du wärst tot. Ich habe nur diese weißen Wände gesehen. Ich bin eingefroren. Geh weg, geh weg, geh weg. Aua. Gott, die stehen alle an der Tür. Oh, hier sind schon wieder diese blöden Eiskristalle. Ich hasse es. Oh Mann. Aua, aua. Das ist schon wieder richtig, vor allem blöde Eiskristalle. Jetzt kommen die alle nicht da raus, ey. Stehen alle am Eingang, ey. Können sie sich nicht entscheiden, wer einer raus teleportiert, ey. Können sie sich entscheiden, wer da als erster rausgehen soll. Es gibt, diese Wand geht mir auch auf den Kick. Na, du bist weg. Ich komm jetzt. Was? Ja, der ist gestorben. Dann hat er so eine Giftexplosion gemacht. Und ich konnte schnell genug weg, weil diese Winddinger hier sind. Gerade hat mich entschieden, ab da reinzustürmen. Ja. Und ich kann jetzt so machen, ich hab noch gesehen, wie der am Explodieren war, aber ich konnte nicht schnell genug weg. Oh, Torschüsse. Ich habe aber schon machen müssen. So. Ah. Nein. Oh Mann, oh Mann. So.
Ich hätte gern plus 50 Rüstung, danke. So. Ich sah eine Schlange, die sich im Feuer des ewigen Konflikts wand. Aus meinem Mund kroch der Hass. Sein Mund koch der Hass. Oh, Waffa, Waffa. Das kommt mir bekannt vor, ey. Ich hab zwar keine Ahnung woher, aber ich hab die Stimme irgendwo schon mal gehört. Ein weiser Mann mit sieben. Ein Nebel der Lügen. Seuchen jeder Art. Das ist meine bekannte Stimme, also die hab ich schon öfters gehört, ey. Voll. Ja, dann ist der Mond des Hasses aufgegangen. Klappt, ey. Die Sonne des Hasses ist über dem Parlament des Hasses. Dann hat sich das Tor des Hasses geöffnet. Und jetzt tue ich meinen Kakao des Hasses trinken. Das ist schön, da geht's noch weiter. Aber das ist die Kammer der Berufung. Vielleicht finden wir hier die ultimative Waffe da. Ja. Ich weiß nicht, das ist deine Mann. Ich bin noch nicht bereit. Geil, bist du so ein Boss? Ultimative Waffe? Wir hatten die schon wieder hochgebracht, die sind doch schnell weg. Bist du das? Bist du das? Man, echt schon lange nichts mehr Legendäres gedroppt. Irgendwie schön, ne? Oh. Ich bin ja schon. Ich glaube, hat hier schon mal kommt. Au! Komm hier rein. Ich muss warten. Ja. Alter, ist jetzt mal gut. Was ist das für ein Geräusch? Also das ist der komische Gestein. Nein. Ist das eine Falle? Nee. Wow. Mach mal, komm, der Stein auf einmal von da. Er hat einen Move anticipated. Ich bin noch nicht. Waffe, stirb, Waffe. Okay, ich weiß jetzt nicht, weil ich den Bonus gekriegt habe. Das stand da gerade nicht irgendwie. Kann das ein Ding, ich hab den Schrein da aktiviert. Aber oh, ich kann mich nicht bewegen, danke. Ja, irgendwie nicht. Ich bin noch nicht bereit. Oh. Ah. Wir sind ja nur so kleine Viecher, ey. Lass uns schießen. Skelette triggern die nächsten Gegner. Die Lichtwacht, ja, geil, haben wir schon. Ja,
Top Sieger habe ich auch schon lange keine gefunden. Ich bin noch nicht bereit. Hört das Leben. Ah, ja, der hat mich an sich gezogen. Ja, ja. Oh Gott. Eine neue Tour da aufgemacht. Immer wenn du irgendeine Tour aufmachst, sie hat mich so angelächelt. Sie hat zu mir geflüstert. Öffne mich. Öffne ja, mich. Das ist der Satz von jedem Triebtäter. Oh, wer ist er denn? Er ist tot. Oh, oh Gott. Wir sind ja neu. In die Ecke mit allen von euch. Oh, der hat einen Schattendoppelgänger, ne? Oh, alles tot. Oh, da habe ich legendär gehört. Oh, Stiefel Vermächtnis. Kann ich auch jetzt wahrscheinlich nicht ausrüsten. Ja, sind sogar besser. Mit dem Ding hier in der Nähe kann ich mir halt nicht in Ruhe anschauen. Wenn ihr auch wieder von den drin, wenn ihr eine Kernfähigkeit mit Gegner, oder oh, ist genau der gleiche Effekt, perfekt. Ja, heller bitte. Ist genau der gleiche Effekt. Sehr ja, gut. Das ist mal gut. Ding dong dong. Oh Gott. Ich habe sie von der Gruppe getrennt. Yo. Da ist ein Buffer. Ja. Au, au, ich kann mich nicht bewegen, ich bin tot. Ich kann mich auch nicht bewegen, okay. Ah, er hat mich weggezogen. Nein, nein. Dieser Sack. Ein bisschen zurück, bisschen. Nein, der ist schon wieder gezogen. Ich stürm da rein. Oh Gott, nein! Nein. Oh, ich hab's gerade gesehen, der explodiert, ey. Fuck. Ja. Ja, das war blöd. Ja, ganz toll, Dani, ganz toll. Oh Gott, ich dachte, wir wären Gegner. Blödes Geschütz. Komm doch nicht von mir, Ecke, du schießt schon direkt auf uns, ey. Hör nicht auf uns, ey. Ich hab den Lappen gekriegt,
Ist das so ein Moment, weil ich, wenn ich Schmerzen empfinde, dann findest du das auch? Ja. Ich hab den Pfeil in meinen Brust stecken, ey. Ich bin noch nicht bereit. Alter, wie viele Papa sind denn das? Zwei? Ich hab. Okay. Ja, fertig. Nee. Ja, fertig. Okay. Dann kommen wir weiter. Er geht euch zur Kammer der Berufung. Gut, Boss. Keine Tür, die wir öffnen müssen. Geisel des Landes. Ey, was geht? Daneben. Du Luder. Ja, ich stehe da nicht mehr, Kollege. Ja, 5 Sekunden lang dahin geschossen. Okay. Mein Gott, was die Bosse einfach für Nullnummern sind, ey. Ja. Ah, daneben. Alter. Das war antiklimatisch. 121, boah, ich war. Boah. Der ist sogar schlechter als meine jetzige. Oh, bessere Hand. Eine bessere Hand? Oh. Ja, eine bessere Hand. Aber ich habe den Helm, den ich gerade trage, halt. Also der Skin davon. Oh, eigentlich kriege ich mal wieder neue gute Sachen, ey. Ja, die Rüstung ist nur +4 besser, also ist auch nicht viel besser, ne? So, cool. Oh, ich habe wieder einen neuen Helm, der stärker ist. Plus Stärke, plus Willenskraft. Lebensregeneration, wenn ich nicht Schaden genommen habe. Widerstand gegen Gift, oh, ist alles cooles Zeug. Okay. Das ist für mich gelohnt, dieses Dungeon. Einmal neue Schuhe, einmal neuer Helm. Okay, cool. Aber überraschend chillig hier. Ich muss mal nach Kyoroshat. Ah, okay. So, wie ist die? Warte, wie heißt die Dungeon? Gepeinigter Gipfel? Ich habe Torschlüssel. Irgendwas mit gepeinigte. Warte mal, wo bist du? Kann man der Berufung? Ich gehe nochmal zurück. Um mal sicherzustellen. Ja, wir sind in der Kammer der Berufung, aber. Kammer der Berufung, gepeinigte Ruinen. Und wir sind in. Wir sind in. Zersplitterter Gipfel. Okay. Muss ja hier reintragen in meine Notizen. Gepeinigte Ruinen. Jetzt haben wir 10 im zersplitterten Gipfel. So, Liste aktualisiert. Geil. Ah, ja. Okay. Naja, wir werden aber nicht herumkommen, irgendwelche Dungeon doppelt zu machen. Ja, ja. Aber wenn wir es vermeiden können, erstmal. Warum nicht, ne? Das stimmt. So, genau. Jetzt habe ich wieder Schluck auf. Ja, ganz toll. Ja. Daran lag das dann im Deck, weil du Schluck auf hattest, ne? Ja, das Raumzeitgefühl hier irgendwie. Es ist umgekehrt, Daniel. Ich habe Schluck auf, weil es
Oh, der Helm, den ich die ganze Zeit getragen hat, hat einen neuen Skin. Sehr gut. Lohnt sich das? Ja, machen wir das andere mal. Mein plus 4, ne? Ja. Damit. Okay. Dann gehen wir eben mal dahin. Da muss ich den was Neues reinprägen. Guck mal, wie mein Helm aussieht. Mein neuer. So, gepeinigte Ruine, das haben wir ja gerade gemacht. Genau. Ich mache hier gerade mal, ob ich was Neues von dem kriege. Ein paar neue, die wir noch nicht. Ich habe hier schon höher levelige, aber die haben wir schon. Ja, ich tue meine alten eigentlich auch immer recyceln. Was ich jetzt mal machen? Also, meine Bude wollte ich reingehen. Und gucken, wie mein neuer Helm aussieht. Ja, oh. Oh, also ein Totenkopfhelm ist da. Sieht nicht schlecht aus. Der wäre was für dich. Butler noch mit mir rumlaufen oder was? Ja. Den siehst du wahrscheinlich jetzt noch nicht. Obwohl, in meinen kleinen Fenster müsstest du ja eigentlich schon sehen. Das war das letzte Mal schon mal da. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Ja, selbst mein Bild hier nicht. Wie gesagt, nicht auf meinem Bildchen. Dann doch, hab dein Bild, sehe ich das, ja. Jetzt lauf mein Partner rum hier. Warte mal, ich will mich mal inspizieren, ob das geht. Ja, siehst du jetzt wahrscheinlich noch nicht, ne? Ne. Ne. Boah. Wahrscheinlich erst, wenn du das Spiel verlässt oder so. Ja, ja. Aber das kleine Bildchen, das aktualisiert sich immer. Ja, das ist die Hauptsache, ne? Ja. Also genau, ich wollte zu dem ein paar Sachen recyceln. Also ja, wollte ich auch. Jetzt Gauin und... Aber was ist denn da für ein Levelsprung hier? Level 21 war irgendwie voller Klacks und Level 22 war schon wieder viel zu viel. Ist nicht immer die Schwierigkeit, ist auch ein bisschen der Gimmick, was der dann... Ja, ja, ich fand aber das Gimmick von dem zweiten war ein bisschen schlimmer mit den blöden Steinen. Ja, das stimmt. So, ich kann Siegel herstellen. 2 Stück. 21 bis 25. Achso. Okay, ich habe... Oh, sagt man ja nicht. Ich habe Inferno, das haben wir schon. Grabstätte der Verleugneten. Das hatten wir gerade, ne? Das war, wo wir so geleckt haben. Ja. Am besten nicht. Na, ich tue mal meine verwerten. Oh, hätte ich vielleicht behalten sollen. Hat Level 21. Na gut. Blutgetränkter Fels. Ja, davon habe ich auch wenig. Oh, lass mal, ich mach mal einen, ich mach mal 80, 81 bis 90, ne? Wieso kannst du denn davon einen herstellen? Also kann ich. Soll ich? Nee. Ich will das. Oh, dann geh da allein rein. Aber Daniel, du musst mitkommen. Ja, blutgetränkter Fels haben wir auch. Nein. So, aber das ist noch zur Auswahl. Abschnitte der Verleugneten. Das hat er aber gerade versucht hatten, ne? Die geleckt hat. Ja. Sonst noch ein? Nö, dann sind alles Sachen, die wir schon gemacht haben. Was für Level so? Hohe Level.
Ja, dieses Gewölbe der Verlassenen, 26. So. ich habe jetzt nur blutgetränkter Fels auf Level 22. Den haben wir auch schon, ne? Ja. Gibt es irgendwo einen Weltboss oder so? Inferno. Wie so ein paar, wie so ein bisschen Loot irgendwie so. Mal schauen. Wir können auch so, sind die auch schwieriger irgendwie hier? Die haben irgendwie grausige Gaben sind. Hier sind ja auch einige, die geben uns grausige Gaben irgendwie, wenn wir die abschließen. Die Ruinen, die haben wir auch schon. Goin Ruin. Sind die auch schwieriger? Die Stufe 22. Ja, auf der Karte sind ja so rote Dungeons manchmal. Ja. Die uns auch grausige Gaben geben. Sind die auch schwieriger? Ich habe keine Ahnung. Und lass mal in einen reingehen. Hier, 37 Minuten. Schaffen wir das? Das haben wir nämlich noch nicht und läuft in 37 Minuten ab. Meinst du, das schaffen wir? Aber mal. Außerdem bauen wir für den Baum da immer wieder Dinger. Mal gucken. Ja, gucken, ob er. Es war kein Aspekt, den keiner von uns gebrauchen kann. Es wird Druide, aber. Mal gucken, ob die schwieriger sind. Nicht solange ich in der Stadt bin. Ja. Es war nur halt in 37 Minuten schaffen. Da klack's, ne? So, wo ist das hier? Trockenstäbe, Uferabstieg. So, ich tue schon mal markieren, ob wir da drin sind. Stäbe. Okay, Leute. Na, gucken wir mal. Er geht schon da rein. Ist ein Auto gekommen. Wir sind hier am Laggen. Ja, nein. Ja, ordentlich stark sind die Gegner. Die Stärke aus, ne? Ja. Oh, sie haben halt. Ups. Da war ich. Oh, hat er das getan? Blödes Geschütz, ey. Mit einem blöden Buffer. Er hat geschützt gerade den Buffer. Ja. Ah, 73. Jetzt kann ich mir meinen letzten Knotenpunkt hier holen. 20% Widerstand gegen Kälte. Vorsprung eher, ey. Dauert bei mir noch, bis ich aufsteige. Plus 100 Rüstung. Oh, wer war das? Oh, jetzt bin ich stärker gegenüber diese, diese Eisdinger, die ich die ganze Zeit umbringe. Ich weiß nicht, warum ich so einen Vorsprung habe. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Mein Gott, dieser Soundeffekt, wenn der seine Axt schwingt, ey.
ist Gott mal Meter voraus. Da müssen sowieso der Gegner erlegen. Ich muss warten. Meins. Schon wieder dein Lieblingsangriff. Ich bin noch nicht. Noch nie darüber nachgedacht, aber ja, es sind ziemlich diese Eisangriffe. Boah. Oh, oh. Oh Gott. Zurück hat er daneben getroffen. Wenn er einen Strahl mich getroffen hätte. Nicht drüber nachdenken. Ich habe gerade was von nachdenken gesagt. Ja, jetzt wo ich mal nachdenke, diese weißen Dinger da am Boden, ja, die da, das sind Eisangriffe, ne? Ja, ich weiß. Ja, und danach wird man eingefroren. Wie kommst du denn jetzt erst darauf? Das ist mir noch nie aufgefallen. So. Alles klar, aber du merkst schon, dass man danach eingefroren ist, ne? Ne, irgendwie nicht. Aber ich werde auch nicht so oft von denen getroffen wie du. Alles klar, okay. Danke fürs Satz in diesem Freund. Der Daniel, der zieht sofort eine Knarre in den Messerkampf, ey. Ja, natürlich. Soll ich auch gewinnen. Das widerspricht voll den Ehrenkodex, der hält dieses. Hallo, es geht um meine Sicherheit. Wenn mich jemand zu einem Faustkampf oder so einlädt, meinte ich, komm da unbewaffnet hin. Nee, nee, nee. Ich will sicher gehen, dass ich danach wieder lebend und sicher rauskomme. Alles klar. Ja, aber die meisten Leute denken nicht so dann. Genau deswegen denken, gewinne ich am Ende. Ich muss auch meine Fäuste benutzen. Genau deswegen werde ich am Ende gewinnen. Erwarte erst mal. Nachdem er einen Ex-Marine herausgefordert hat. So. Haben wir schon den Boss? Oh nein, 37 Minuten sind schon fast rum. Nein, daneben. Ruhe. Okay, sehr gut. Schon sagen wir schon, wie eine Falle kommt. Ah, hier wurden geblitzt, Ding. Was glaubst du denn, was die weißen Angriffe gemacht haben, Daniel, wenn du nicht die einen ein... Ja, einfach nur Schaden. Ja. Warum kommen die denn von hinten, die Gegner, was? Ja, weiß ich nicht. Der närrische Narr ist ein Narr. Er ist ein Narr, sage ich dir. Aua. Warum sind die schon wieder hinter uns? Echt jetzt mal hier. Hier ist ein Leichenhaufen, ich zerstöre ihn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, macht das so viel Schaden. Boah. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ah, ich bin tot. Nein! Ich hab doch gerade den Leichenhaufen erledigt. Hat dich der Lecker bestanden? Nee. Weiß ich nicht. Auf einmal. Die fragst du nicht, jetzt leckt doch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich mich getötet hat. Ein Moment war ich am Leben und dann war ich nicht mehr am Leben. Ja, das kenne ich. Dann wurde auf einmal alles ganz kalt. Ja, der macht ganz schön Schaden, der Teil. Wo bist du denn da? Kämpft die ganze Zeit.
Ich kämpfe hier gegen ihre Horde von Gegnern, ey. Und das ist hier schon wieder ein Elite Gegner. Ich bin ja durch den Gang gegangen und dann sind da auch noch auf einmal ähnliche Gegner von hinten. Mach hin, wir haben nur noch 28 Minuten. Oh, scheiße. Vielleicht hätten wir noch mehr Zeit, wenn nicht ein gewisser jemand gestorben wäre, aber ich weiß nicht, wessen Name es war. Boah. Warum sind hier noch so viele Gegner zum Teufel? Ja, die haben mich getötet halt, ne? Noch der, noch der Dicke übrig, oder? Ich sehe überall so Laserstrahlen. Und da ist er weg. Oh, Flambeursch. Hey, bitte den Geist geil Giftpfützen hinterlassen, zum Teufel. Ey. Das ist ein giftiger Geist. Ah. Okay. Aua. Alter, was ist denn das? Ich sehe hier nicht mal weit auf dem Boden. Sehr viel Geld, Mann. Oh. Wir schleichen nicht von hinten oder so ran. Schon wieder hinter. Ja, hey, der ist halt ein Teleporter oder was? Das ist eine Falle. Sind alle auf einmal verschwunden, ey. Schon wieder von hinten. Schon wieder von hinten. Was zum? Ja, da einfach rein. Ja, das ist genauso schwer wie ein Albtraum Dungeon, Daniel. Ja. Hat Ruhe. Bin durch. Bei dir weiß ich nicht, das hört sich sogar echt an, als würdest du das echt so meinen. Nee. Oh, jetzt wurde ich blockiert. Fahr nicht ran. Eis, 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 geh bloß weg mit dem Salz. Jetzt bin ich aufgestiegen. Oh Mann, Mann, ich glaube, das ist der erste benutzte Ich habe wieder mal was Vermachtes gekriegt. Das ist sogar besser. Oh, ich auch. Oh nein, aber da müsste ich meine einzigartige Axt rausnehmen. Oder mein Schwert. Ja, das ist immer eine schwere Entscheidung, ey. Nee, mein Schwert ist sogar stärker. Was zum? Wirbel, hinterlass Staubteufel, die Gegner in der Nähe. Oh, das ist schon wieder das Ding. Ich so Wirbelwinde erzeuge. Wenn ihr einen Gegner kritisch habt, habt ihr eine Chance, um mit Furcht zu erfüllen. Aber das ist aber so gut, ey, damit tue ich meine Gegner in Angst und Schrecken. Ich grad, was du da von dir gibst, Daniel. Was liest du da? Ja, meine Waffe hier, den Streitkolben. Ach so, ja, okay. Ich bin ausrüsten will doch nicht. Ja, boom. Oh Gott. Ja, stimmt, habe ich dann vergessen. Der Kettenblitzangriff da war auch ziemlich nervig damals, ey. Ja, geil. Geister, die mit dem Gift explodieren. Was ist das eigentlich für eine beschissene Kombination? Ich meine... Die bestehen aus Ektoplasma. Wer denkt sich sowas aus? Ich meine, das ist, als hätte man eine Granate und dann tut man die auch noch vergiften. Es ist ein Geist. Ja, lass noch mal Gift noch da reinpumpen, um den noch schlimmer zu machen. Es ist nicht nur eine Granate, nein, die ist auch noch vergiftet. Oder eine vergiftete Kugel. Eine vergiftete Pistolenkugel. Das ist doch total für den Arsch. Eine Kugel an sich kann einen schon umbringen, wenn er richtig... Wir packen in diese Kugel noch etwas Juckpulver, damit...
Wenn jetzt die Leute kratzen, ja, müssen, nachdem wir die angeschossen haben. Ja, weiß ich nicht. Dass ich sich das sagen soll, der Amateur unter den Serien. Er hat die Kugel mit Pulver versehen. Warum? Ich bin noch nicht bereit. Ich habe keine Ahnung, Sir. Das ist das Machwerk eines Wahnsinnigen. Ah, gehen wir lang. Da müssen wir eben. Au! Oh Gott! Ja, ah, überall Ort. Fallen, überall ja, Türme. Türme sind wieder da, ey. Ich muss noch mehr Gegner triggern. Also, warum sind die schon wieder hinter uns? Ich hab keine Ahnung, wo die immer herkommen. Ah, Türme, ah, Ringe, Blitze, jetzt einfach alles. Ich hab nur eine Blitzexplosion gesehen und ich war tot, ey. Weil ich muss ja, da sind so viele Sachen auf einmal gerade. Oh, bitte. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Was? Da ist noch einer. Ich habe ein Pferdegeschirr. Oh, sehr gut. Ich hab erst gewundert, was ist denn das da, was der gedruckt hat, ey? Nein, wir haben keine Zeit, unsere Getränke aufzufüllen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Junge. Hier ist der Leichenhaufen. Ereignis beigetreten. Ne, das ist der Knochenmast. Oh Gott. Ja, wo ist denn der letzte Leichenhaufen? Ich glaube hier, wo ich jetzt lang gehe. Hier ist er. Ja, mein Gott. Ich mache ja der Ereignis. Wir sind sowieso wieder diese weißen Dinger. Hier müssen wir nicht sein, nehme ich an. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich bin eingefroren. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich fertig. Ah. Ah. Daniel hat da irgendwie einen Anfall. Ich habe keinen. Ah. Nein. Ich hab's geschafft. Eigentlich abgeschafft. Ja, komm, beleb mich wieder. Wir sind ein paar Gegner, aber ich pass auf. Ich bin beschäftigt mit dem Kampf meines Lebens. Aua! Hier sind zwei Bosse, pass auf. Boah. Gute Idee, ich tue die Gegner, die mich verfolgen, zu den Gegnern, die dich getötet haben, bringen. Oh Gott. Was? Nur weil man alles anfängt hier zu feuern. Ich bin voll am Arsch, Stein. Die anderen Gegner, die habe ich auch noch erledigt. Ah. Ah. Okay, warte. Oh, so los, ja, alle voll still, haben sich nicht bewegen, auf einmal, sobald du in der Nähe kommst. Von allen Seiten. Nur so Laserstrahlen überall gesehen. Rechts oder links? Ich gehe mal nach links. Ja, ich gehe nach rechts, da ist noch eine Truhe und so. Hallo? Dein ist es schon abgeschlossen, nur die Belohnung einkassieren. Da sind noch Gegner, die ich darf die nicht am Leben lassen. Ereignis beigetreten, was? War doch ein Ereignis, Daniel. Ja, ich habe das schon abgeschlossen eigentlich. Ja, anscheinend nicht, die Gegner sind ja noch am Leben, ne? Ja, die übrigen Gegner müssen wir noch erledigen. Ja. Jetzt bin ich auf einmal auch ein Ereignis beigetreten. Müssen du? Du fährst selber, hilf mir. Ich bin in der linken Höhle, Daniel, du bist in der rechten. Mir ist da auch ein Ereignis, oder was? Nein, da war der Leichenhaufen. Ja, das hat er schon erledigt, oder? Ja, aber da sind noch Gegner, hier ist noch ein Elite-Gegner. Boah, doch, wär's doch für dich. Nein! Muss doch gerade ganz kurz.
Ich habe doch gesagt, Daniel, die Gegner haben mich verfolgt, als ich zu dir gegangen bin, um dich wiederzubeleben. Also waren da noch Gegner. Ich bin noch nicht bereit. Dann soll ich noch einen Trank. Vielleicht wäre er tot. Ah. Keine Angst, Daniel. Du bist doch ein fetter Oberpunkt und schon ist er tot. Ah. Ich komme sofort, Daniel. Ja, ich bin hier in Sicherheit. Kannst mich ruhig wiederbeleben. Genau, die beiden Elite-Gegner übrig. Dieser verkackte Donnerkanzler. Hat der vielleicht die ultimative Waffe? Ja. Deswegen müssen wir ihn erledigen. Nein, das ist schon abgeschlossen. Die Truhe ist schon da am Liegen und so. Humba, 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 humba. Okay. Einfach da reingehen und die fertig machen, bitte. Reicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Eisexplosion. Ja. Aua. Ihr habt mich hat er nicht. Oh, einer ist erledigt, Mann. Ah. Er hat sich direkt vor mir teleportiert. Ha. Bleib. Nein. Hatten verzaubert, eingefroren, Teleporter, was hat er denn noch alles? Oh, oh. Oh mein Gott. Aua. Große erleuchtende Truhe. Konklave Atom Siegel, ja, haben wir schon. Na. Ja. Okay. So, können wir dann weiter. Ja, wir sind doch jetzt hier fertig, oder nicht? Ja. Da ist nichts mehr da. What? Wo ist denn der Boss? Von der ganzen... Ja, hab ich, glaube ich, erledigt oder so. Boah. Ja, den Boss von den anderen hast du schon erledigt. Du warst auch mit deinem Ereignis da beschäftigt. Ich habe hier den Knochen auf den Kopf gemacht. Und da ganz ja, war das der... Boah. Der Boss. Du hast gesagt, ist doch egal, was das für Gegner sind. Helf mir gefällt. Ja, wenn du da am Rumspielen warst mit irgendeinem sinnlosen Event, die Welt gerettet. Na gut. Daniels Charakter schüttelt nur den Kopf. Grausige Garten habe ich auch bekommen. Okay, gut. Ich weiß nicht, ist hier noch... Ja, stimmt. Ich habe das abgeschossen vorhin, als ich den Gegner getötet habe. Genau. Als ich den Haufen gekillt habe. Sehr gut. Dann gehen wir mal raus hier. Wenn ich. Ich wollte noch so bis wir 10 haben. Ich habe jetzt 7. Der Baum gibt uns mal wieder irgendwie was Cooles. Irgend so ein Legion. Ja, weißt, es gibt ja uns Atomsiegel. Ja. Ja, aber ja auch nicht schlecht eigentlich. Ich habe keine. Ich finde die ganze Zeit keine. Blut ja, heißt, wir haben keine. Wir haben, ich habe schon welche, aber die sind ja alles das, die wir schon gemacht haben. Das ist ja das Problem. Oder irgendwie so ein Weltboss oder so irgendwas hier in der Nähe. Ja, natürlich auch, die machen immer cooles Zeug. Ja, letzte Woche auch keinen gesehen irgendwie. Ja, stimmt. Guck mal. Ha! Hua! Eyo! Kongo Bongo! Hu! Das ist der Bananenhammer! Ich glaube, da kann ich das schon gut. Hu! Ha! Huha! Und aus irgendeinem Grund kommt der Krokodilköpfe aus den Kanonen von denen raus. Diamant-Fragment. Also, was haben wir hier noch? Ereignis, erbärmliche Küste. Okay. Warum nicht? Geschundene Leiche. Oh.
Ich hab mal mit der geschundenen Leiche interagiert, ne? Ich habe hier nicht geschunden, die war schon. Die war schon geschunden, als ich da war, okay? Oh nein, ein Horrorhauptmann. Da viele Knochen durch die Gegend geflogen. Ey. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe meinen Schwinger eingesetzt. Boss. Was zum? Ah! Warum hat der so weh getan? Aua! Ach, ein Salztrinker, oh nein! Oh Gott! Salztrinker. Cool. Okay. Was hier? Wer ist er denn? Okay. Oh. Oh. Schwärzte Feder. Einen Moment. Nein. Nein, da habe ich um mein Pferd eingesperrt. Ich könnte es wagen. Ich habe gedacht, vielleicht wäre hier ein Stein oder so. Ich habe jetzt irgendwie voll viele Sachen, die einen verwundbar machen, ey. Wir haben verwundete Gegner. Siehst du, wie die ganzen Skelette durch die Gegend fliegen? Ja. Alter, wie viele Kugeln sind denn hier, ey? Meine Fresse. Na, da waren auch ein paar Gegner, ne? Also irgendwie mitbekommen von Star Wars haben sie hier von diesem einem Buch über diese Zombie-Sturmtruppler. Davon haben sie jetzt ein Spiel rausgemacht, ein offizielles. Ja, so ein Fanspiel irgendwie. Ach so. Also dieses. So eine Art Star Wars Horror Game ist das. Okay. Hat irgendwie auch basiert auf diese Zombie Sturmtruppler. Ja, Death Troopers. Wie heißen die? Death Troopers. Ja, genau. Ja, so heißt das Buch jedenfalls. Ey. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Hat irgendjemand ein Fangame draus gemacht. Soll relativ kurz sein. Bei Ahsoka kommen auch Zombie Sturmtruppler vor. Ja. Ja, da wird nur drüber diskutiert, warum die ach, von Thrawn, die sind die überhaupt keine Bedrohung für jemanden, der ein Lichtschwert hat, also. Du kannst die einfach in Teile zerschneiden. Ja. Aber das hat keiner von denen gemacht, die haben irgendwie nur die Blasterschüsse von denen abgewehrt, ey. Keiner kam irgendwie mal auf die Idee, irgendwie sein Lichtschwert gegen die einzusetzen, die zu zersäbeln. Machen wir überhaupt, hier haben wir schon genug. Oh, schreit da unten. Ich komme von hier aus mit dem Interagieren. Jetzt beschädigt, da kommt ein Mandalorianer Film. Voilà. Ja, hab ich gehört. Ja, das wurde ja die ganze Zeit drüber diskutiert. Kommt jetzt die nächste Staffel oder machen die einen Film daraus? Ist jetzt anscheinend beschließt, das wird ein Film. Und die zweite Staffel von Ahsoka kommt auch. Yay. Das ist ja nur blöd, weil der beste Charakter in Ahsoka, der ist gestorben, Jaylen, ne? Cole, ja, der Schauspieler, der ist tot. Ja, der alte Mann da, ne? Ja, der ist irgendwie ein, zwei Monate nachdem der da fertig war, ist der gestorben. Ja. Der war in Italien, um sein nächstes Ding zu drehen. Musste der auf einmal nachts ins Krankenhaus und dann war der schon tot. Oh. Er war der beste Part von der Ahsoka Show, weil er ein ziemlich guter Schauspieler ist. Ey. Ja, ja, hab ich gehört. Ja. War irgendwie, viele sagen, der einzigste interessante Charakter. Ey. Ja. Jetzt stellt sich die Frage, tun sie den Charakter, die Story von dem war ja noch nicht fertig. Tun sie den jetzt neu casten oder tun sie den Charakter einfach löschen? Ja, ne? Ja, hallo.
ist immer so eine schwierige Sache, weil der hat einen ziemlich guten Job gemacht. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir jemanden finden, der den ersetzen kann hier. Ja, ja. Abel hat ja auch das Problem hier, der Schauspieler, der Kang gespielt hat in Ant-Man, den Film. Ja, der, den mussten wir halt entlassen, weil der schuldig angeklagt wurde. Ja. Das ist eine ganz beschissene Situation für die, weil die ja eigentlich geplant hatten, dass Kang der neue Hauptbösewicht werden soll. Ja. Jetzt müssen sie das droppen, und zwar die Storyline komplett, ey. Naja, bei dem ist das ja eigentlich nicht so schwer, weil von denen gibt es ja mehrere Versionen, ne? Ja. Also, da kann man ja. Anscheinend haben sie vor, den Charakter komplett zu droppen irgendwie und jetzt Dr. Doom zum Hauptbösewicht zu machen der neuen Saga. Die sind so am Arsch, ey. Also, da passiert nur Scheiße bei denen, ey. Ich finde, das könnte man aber irgendwie nur so retten. Denn sein ganzes Ding ist doch irgendwie, dass von denen ganz viele Versionen gibt. Dann tust du ihn einfach mit irgendjemanden ersetzen. Also, oh, ist klar, der ist jetzt ein Typ aus einem anderen Universum oder so. Ne? Deswegen sieht er jetzt anders aus und ist eine andere Person und so. Ne? Da ist auch hier ein Spider-Man-Film in Anführungszeichen Madame Web. Ja, habe ich auch gehört. Da sind nur weibliche Spider-Man in dem Film. Also alle Charaktere, da sind Hauptcharaktere, sind Frauen in dem Film. Ah, das war perfekt für dich nicht. Der sieht auch schon nicht gut aus. Der Trailer, der sah schon auch nicht gut aus. So perfekt für Disney, das so. Wird, so genau deren Ding, ne? Ja, ich meine, die lernen einfach nicht dazu, ich weiß nicht. Ich glaube, deine Theorie wird immer schlüssiger dann. Ey, so schnell Geld verlieren wollen wie möglich. Ja, dass die das mit Absicht machen, ja. Weil das ist einfach eine interessante Feldstudie. So viel Inkompetenz auf einem Haufen hat man. So, ich die tun ihr eigenes Grab immer tiefer machen. Es ist fast so, als wüssten die, was die richtige Entscheidung ist und gehen extra in die andere Richtung. Ja, also, das nehme ich auch an, ist der Fall, ne? Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Geld die noch verlieren müssen, bis die irgendwie merken, so, hör mal. Ich weiß nicht, ob die so viel Geld haben, dass die irgendwie diese Anzahl an Geld, das die verlieren, dass die halt nicht mitbekommen. So, oh, wir haben eine Billion von Dollar, so, ja, wir haben 1 Million verloren. Ja, so viel haben wir ja. Deswegen weiß ich nicht, vielleicht merken die irgendwie nicht, dass da irgendwie. Ja, sollten die merken, Daniel, allein durch das Internet. Ja. Nicht besonders beliebt sind, ey. So, ich gehe zurück zum Baum, weil ich habe 10 Dinger. Ah, wir haben 10, wann haben wir das denn geschafft? Ja. Man macht ja hier so Ereignisse und so. Ja. Zu dem Baum, zu dem Baum, zu dem Baum, 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 zu dem Baum, zu dem Baum, zu dem Baum, Baum, Baum. Wo ist der Baum? Da ist der Baum. Ich gehe da jetzt hin. Ist jetzt mal gut mit den Gegnern, ich will mich mal jetzt gern wegteleportieren. Meine Fresse. So. Sehe ich in den Ladebildschirm auch schon anders aus? Im Ladebildschirm habe ich auch schon einen anderen. Weiß ich jetzt nicht. Da habe ich auch schon den Helm dran. Wer müsste eigentlich im Ladebildschirm? Ja, da siehst du anders aus. Ja. Du musstest mich auch unbedingt nachmachen, Daniel. Style hast du geklaut. So, was haben wir denn? Einhandswaffensammlung, Chaos-Sammlung, Regensammlung. Was ist denn Chaos-Sammlung? Ich habe keine Ahnung. Aber wow, alles in weiß. Wieso hast du denn Chaos-Sammlung? Ich habe sowas gar nicht. Habe ich auch letztens auch genommen, glaube ich. Ich habe da irgendwie nichts bekommen. Ich habe sowas gar nicht. Ich habe nur Brust, Bein und Zweihand. Okay. Ich nehme mal Einhandwaffensammlung. Ich habe nicht mal Ziel. Ich benutze keine Zweihandwaffen. Nehmen wir mal Beinschutz. So viel Zeug, so viel Zeug, so viel Zeug. So. Verflutete Tiefen, Altraumsiegel. Bebende Hand. Was ist das hier? Streitkolben heißt schon wieder. Heiliger, das ist aber nicht Vermächtnis. Leute, das ist aber kein Vermächtnis, ne? Was hier mir gibt, ne? Das ist ein boshaftes Herz.
Wird schon wieder abgezogen von denen. Die Schweine. Jawohl. Ich habe auch hier heilige Sachen und eine vermachte gelbe Hose. Boah. Erstmal wieder meine goldenen Sachen weg. Ein Streitkolben, weiß ich nicht, ob ich den benutze. Der ist eigentlich besser. Ja, ich glaube, den muss ich einsetzen. Hm. Was hätte ich nicht? Der Tornado ist ja eigentlich nicht schlecht, ne? So hin und wieder. Mhm. Der eine ist, wenn ich die Gegner haue, dann tun die sich manchmal verlangsamen. Ja, wozu soll ich verlangsamen haben, ne? Oh, aber das ist ein einzigartiges Ding, ne? Hm. Na gut. Hab ich meine geile Axt nicht mehr. Boah. Kann ich die jetzt erlegen, um das Design zu finden, Daniel? Ja, ne. Ne.